Wenn es um Stromstecker geht, herrschen auf der Welt durchaus babylonische Verhältnisse und damit erstmal herzlich willkommen hier bei Mehrpaket, Freunde. Babylonische Verhältnisse heißt, wir haben einen bestimmten Steckertyp in Europa, in den USA, in England und wenn man viel unterwegs ist, kann das schon mal ein kleines Problem sein. Aber genau dabei kann euch dieser Ladeadapter, dieser Reiseladeadapter hier von Rampo durchaus helfen. Ich packe den hier zeitgleich schon mal aus, denn der hat verschiedene Steckertypen mit dabei. Wir sehen, hier gibt es auch eine Garantiekarte mit dabei und ich mache das Paket auf und da seht ihr schon ein paar Teile drin liegen. Und der erste, das ist erstmal, ja, den kennen wir, der europäische Stecker, so wie der bei uns hier in Deutschland verwendet wird. Als nächstes, das hier müsste eigentlich der für UK sein, also für das Vereinigte Königreich. Hallo Brexit, Freunde. Und dann haben wir hier nochmal das eigentliche Ladegerät selbst. Und ihr werdet es gleich sehen, der amerikanische Stecker, der ist hier drin integriert. Eine ganz nette Sache. Erstmal hier die Folie entfernen. Ihr seht, Hochglanzoptik, Hochglanzschwarz, erinnert mich stark so ans iPhone in Jet Black. Bin mal gespannt, ob der hier auch so schnell vermanscht und die Fingerabdrücke zeigt, aber ist ja beim Ladeadapter jetzt nicht ganz so wichtig. Dann haben wir das Branding Rampo und da haben wir auch schon, genau das ist der amerikanische Adapter, den kann man einfach rausklappen und dann dort direkt in die Steckdose reinstecken. Ganz einfach. Jetzt brauchen wir natürlich den amerikanischen hier erstmal nicht, denn ich bin ja immer noch in Deutschland. Das heißt, der deutsche Adapter, der muss jetzt hier mal gleich drauf gesteckt werden. Ihr seht, wir haben hier insgesamt 4 USB-Anschlüsse und den deutschen Adapter, genauso wie den für UK, steckt man einfach hier oben drauf. Ja, und dann kann man auch schon direkt loslegen. Sehr schön. Einfache Handhabung. Das gefällt mir. Das 34 Watt starke Ladegerät bietet eine maximale Ausgangsleistung von 6,8 Ampere und das kombiniert hier auf 4 USB-Stecker. Ihr seht schon, 2 davon bieten 1 Ampere Ausgangsspannung und 2 davon bieten bis maximal 2,4 Ampere Ausgangsleistung. Also damit ist man ganz gut unterwegs. Des Weiteren kann der Ladeadapter mit einer variablen Eingangsspannung von 100 bis zu 240 Volt betrieben werden. Das heißt, für die verschiedenen Länder ist da das ganze Spektrum auch gut abgedeckt. Das schwarze Gehäuse besteht übrigens aus feuerfestem Polycarbonat und Rampo bietet auf das komplette Ladegerät auch eine lebenslange Garantie. Na, das soll doch schon mal was heißen. Ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu sagen. Einfach in die Steckdose stecken, da eine kleine Lade-LED ist mit eingebaut und schon könnt ihr eure Geräte vom Handy bis zum Tablet dort aufladen und immer gut mit Energie versorgen, egal wo ihr gerade hingereist seid. Und auch in puncto Sicherheit bietet es das, was man erwartet. Überspannungsschutz, Überladungsschutz. Es wird erkannt, wie viel Leistung euer angeschlossenes Gerät aufnehmen kann und so weiter. Also insofern alles gut und das kann man auch bei meinem Testfazit sagen. Es hat alles wunderbar funktioniert mit dem Ladegerät. Es wurde nicht unangenehm heiß, sondern nur hat sich leicht erwärmt beim Aufladen, auch von mehreren Geräten. Von daher bin ich voll damit zufrieden. Die Optik hat mir auch gut gefallen und alles in allem, ja, kann man so weiterempfehlen. Ein ganz gutes Ladegerät hier von Rampo. Und das soll es dann auch gewesen sein, Freunde. Falls ihr sowas noch braucht, das kostet, glaube ich, so 16 Euro. Den Amazon-Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr hier bedenkenlos zugreifen. Ist ein sehr ordentliches Produkt und kann bestimmt auf vielen Reisen nützliche Dienste leisten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Mehrpaket. Macht es gut. Und ich erkläre euch, wie das mit dem Abonnieren geht. Seht ihr hier unten rechts das Mehrpaket-Logo? Ja, das Runde. Drückt drauf. Na los. Da passiert nichts. Nur ein Abo. Es kostet auch nichts. Sehr gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.